Fraktion ausgetreten. Demnach fraktionslos erhält jetzt hier das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 70 Jahre Grundgesetz feiern wir heute. 70 Jahre zitieren wir und sprechen wir den Satz aus, die Würde des Menschen ist unantastbar. Politik sollte sich genau diesen wichtigen ersten Artikel, an diesem wichtigen Artikel immer messen lassen. Man muss aber leider fragen, die Würde welcher Menschen ist unantastbar? Sind wir da alle wirklich gleich? Wie würdig ist es, wenn in einem so reichen Land wie Deutschland 9 Millionen Niedriglöhner mit weniger als 10,80 Euro pro Stunde auskommen müssen, 4,4 Millionen Kinder von Armut bedroht sind, 8,6 Millionen weniger als 800 Euro monatlich von Rente leben müssen und über 8 Millionen Menschen mittlerweile ein Drittel und immer mehr auch die Hälfte ihres Einkommens für Mieten ausgeben müssen. Auf der anderen Seite aber Cum-Ex-Abzocker straffrei bleiben, weil es nicht genug Stellen gibt bei der Polizei, Autokonzerne betrügen und die Zeche der Verbraucher zahlen muss, Lobbyisten an Gesetzen mitschreiben, einige Großkonzerne kaum Steuern bezahlen und einige Großkonzerne oder Banken, wenn es denn mal zur Not kommt, gerettet werden müssen und sich eben nicht dem sozialen Marktwirtschaftsprinzip unterordnen. Wie gerecht ist das und wie würdig ist das, muss man an dieser Stelle fragen. Man ist da schnell bei anderen Grundgesetzartikeln, die zum Teil auch schon zitiert worden sind. Das Sozialstaatsprinzip jedenfalls existiert hier nicht mehr. Würde ist unteilbar und darf eben nicht an Reichtum oder Macht gekoppelt sein. Umso wichtiger, die Menschen müssen und die Demokratie muss deshalb würdig vertreten werden, gerade auch von diesem Haus. Es gibt nämlich auch in diesem Jahr 70 Jahre Bundestag. Aber wie ist es mit der Würde dieses Hohen Hauses? Wir Abgeordneten repräsentieren die Bevölkerung. Und unser erster Artikel müsste eigentlich sein, dass wir unserem Gewissen verpflichtet sind. Keiner mächtigen Lobby, keiner Parteitaktik und keiner Regierung. Aber die Realität sieht leider auch da häufig anders aus. Schlimmer ist es noch, wenn dann an bestimmten Stellen die Kanzlerin sagt, was denn die Gewissensfreiheit ist. Stimmt nicht? Nein, vor fast einem Jahr waren wir hier und haben die Ehe für alle beschlossen. Aber wie ist sie zustande gekommen? Es gab lange eine breite Mehrheit in diesem Haus für diese Abstimmung, aber sie wurde nicht durchgeführt. Anträge von Grünen, von Linken wurden sozusagen ignoriert und aufgehalten, nicht diskutiert, nicht abgestimmt. Und was ist dann passiert? Die Kanzlerin war bei einem Talk und sprach darüber, dass es ja vielleicht eine Gewissensentscheidung war. Und erst dann traute man sich, diese Sache hier abstimmen zu lassen. Erst dann war es auf einmal eine Gewissensentscheidung. Aber das darf nicht passieren. Das ist unwürdig, wenn die Regierung bestimmt, was eine Gewissensentscheidung ist. Das muss die Aufgabe jedes Abgeordneten sein. Das ist unsere eigene Verantwortung, der wir wieder gerecht werden müssen. Das darf niemals die Regierung übernehmen. Das darf keine Parteispitze oder sonst wer übernehmen. Deswegen holen wir uns die Würde und die Entscheidungsgewalt in den Bundestag zu den Abgeordneten zurück. Und dann können wir auch dafür sorgen, dass die Würde aller Menschen wirklich gewahrt wird und nicht nur die mit einem großen Geldbeutel. Vielen Dank.